geht über einen kleinen Stamm in der Steppe Schwarzafrikas. Und die waren relativ klein gewachsen, ungefähr so hoch. Das Steppengras war aber so hoch. Und deshalb sind die immer hochgerupft. So, Sammer! Das hat der Friedrich Wesel gehört und hat sie deshalb so Osamas genannt. Und wir haben im Rahmen unseres Friedrich-Wesel-Programms haben wir dann recherchiert, was könnte aus denen geworden sein. Wir haben es herausgefunden. Denen ist es so gegangen wie vielen anderen auch, die sind eines Tages missioniert worden. Oh Gott, du sagst es, kommt so ein kleiner, dicker oberbayerischer Pater, auch nicht viel größer wie die, kommt da hin, regt sich furchtbar über das Steckenkreis auf, weil er seine Schäflein nie zu Gesicht bekommt. Der Pater so hin zum Häuptling, Mo, Ma! So, für die Bonner Mann, Mähe. Der Häuptling hat sich aber nicht lumpen lassen und gesagt, Pater, mal du! Also, Pater, kannst selber mähen. Der Pater konnte ihn beruhigen und sagt, der Pater war da. Also ich mähe auch. Gut, da war der Häuptling zufrieden und sagt, Ma, der Pater war ja. Also wenn du mähst, dann mähe ich auch. Ein Dialog, der einen tiefen Einblick in die Sprache des Osamas gibt. Mo, ma, ma, da, ma, du, der Pater war da. Ma, da, ma, da, ma, ja. Und wie es mit denen ausgegangen ist, das verrate ich jetzt. Gemeinsam haben sie es bald geschafft und stellen.